Herzlich willkommen zum Weltuntergangs-Special. Tja, ihr seht, was wir heute spielen in StarCraft 2. Ihr kennt ja bereits meine Gameplays, hoffe ich zumindest. Falls nicht, ist hier rechts ist ein Link zu meinen Gameplays. Die, ja, ich würde sagen, die sind schon 2 Jahre alt. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. So, ich glaube... Und hier sind wir auch schon, mitten auf dem Schlachtfeld. Es ist lange her, seitdem ich das letzte Mal StarCraft gespielt habe. Ich schätze mal... ein, zwei Jahre will ich jetzt nicht sagen. Sagen wir, ja doch, ein Jahr habe ich kein StarCraft mehr gespielt. Für manche Profis unter euch, die Spiel jeden Tag spielen, werden sich wahrscheinlich jetzt wundern, was? Wie kann man so lange kein StarCraft mehr spielen? Oh mein Gott! Ja, und dieses Mal auch nicht wundern, ich spiele jetzt ein bisschen wieder noobig, weil ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir ja erst wieder zurechtfinden. Das ist alles so neu. F1. Ah, okay, hier haben wir eine untätige Sonde. Blam, blam, was brauchen wir denn? Keine Ahnung. Ach, leck mich doch am Arsch. Na gut, ich spiele das Spiel ja eh nur auf Ultra-Grafik und was weiß ich. Scheiße. Ich will aber die Grafik jetzt nicht runterpimpen, das ist so langweilig dann. Aber mit einem FPS zocken, das ist ja auch nicht so das Feine, ne? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, dann warten wir mal ein bisschen, bis wir genug Ressourcen haben und bauen jetzt gleich mal einen Warp-Knoten. Ach so, man braucht Pylonen, stimmt. Hier. So, wir haben ja bis jetzt... Okay, ich schalte die Grafik runter, bis gleich. So, ich habe jetzt die Grafik gesenkt. Läuft ja schon viel besser. So, das mit dem Scrollen ist ein bisschen ungewohnt. Ich habe lange kein Strategiespiel mehr gespielt. Ich zocke ja normalerweise immer ein paar Ego-Shooter. Scheiße, das ist mir... Ah. Steuerung. Wir spielen hier übrigens gegen einen leichten und einen normalen... Ne, gegen einen sehr leichten und einen normalen. Beim letzten Gameplay haben wir ja gegen... auch, glaube ich, gegen den normalen einen sehr leichten gespielt. Da haben wir knapp gewonnen. Ne, das war im vorletzten Spiel, stimmt. Im letzten haben wir ja gegen einen leichten gespielt. Als Terraner. So, ich würde sagen, wir bauen ein paar Truppen. Pylon ist ja fertig. Blub. Ja, ich weiß. Hör auf, darum zu mörgeln. So, jetzt können wir Truppen bauen nach 1,5 Minuten, nee, nach 2 Minuten. Ich werde die Profis unter euch haben das schon seit 1 Minute erledigt, in einer halben Zeit. Aber ich spiele das Spiel nicht täglich, ich bin hier nur ein Gelegenheitsspieler. Ich kann es ja nur oft genug erwähnen. So, nicht damit ihr mich voll hatet, was für ein Noob ich bin. Ich gebe es zu, ich bin ja auch ein Noob, ne? Ich stehe dazu. So, und falls ich jetzt gleich gerusht werde, ist es als Taktik. Keine Ahnung. Also falls wir gewascht werden, starte ich das Spiel halt neu. Zeitschleife, stimmt. Hä? Hä? Wie? Dieser kann diese Einheit nicht anvisieren. Was ist das denn? Mutterschiff? Achso. Oh Gott, ich werde so zermürbt werden von dem Gegner. Unser Kollege kann auch nicht so viel machen. Was hat der denn jetzt gemacht? Irgendeine Fähigkeit hat er jetzt gesetzt. Das hier wahrscheinlich, oder? Warum geht das nicht? Der hat es doch gerade auch gemacht. Ey, voll unfair. Voll rassistisch. Die Computer können es, die Menschen nicht. So, jetzt brauchen wir einen Kybernetiker. Ich möchte ungern die Berserker hier machen. Die sind etwas schwach. Aber ich glaube, soll ich einen rekrutieren? Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. So, bauen wir noch eine neue Sonde. Es ist wichtig, sehr viele Sonden am Anfang zu haben. Das weiß ich noch. Und Pylonen sollte man auch immer ausreichend zur Verfügung haben. Unser Spiel läuft gerade mit 5 FPS, ein Glück, dass es kein Ego-Shooter ist. Bei Ego-Shootern rege ich mich hier mehr auf. Ja. 1 FPS! Ah. So. Jetzt läuft es wieder flüssig. Ich nehme es zurück. Oh Gott, okay. Also, sorry, falls es so leckt, das liegt an Fraps und an der Leistung meines PCs.
Da kann ich nichts für, außer mein PC ein bisschen verbessern, aber naja, dafür bin ich halt zu geizig. Ich habe ja immer noch so einen Windows 95er PC, deswegen leckt es hier auch ein bisschen. Nee, Spaß. So, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 200 Gold, ich muss das machen. Gold, ich sag übrigens Gold zu Mineralien, weil ich früher immer Warcraft 3 gespielt habe, deswegen habe ich hier eben die Angewohnheit, zu Mineralien Gold zu sagen und aus Westfingers Holz. So, jetzt hetzen mir den Gegner ein paar Feinde auf den Hals oder ein paar... Was? Oh Gott, wir werden bald gerusht. Der Gegner greift gleich an, habe ich das Gefühl. Sag mir mein Instinkt. Mein Noob-Instinkt. Wenn nicht vorhanden, Noob-Instinkt. Was mache ich denn jetzt? Ich muss doch was machen. Was machst du? Oh Gott, der ist so gut wie ich. Und das ist ein sehr leichter. Ne, das ist ein leichter, glaube ich. Nur ein leichter. Okay, ich bin so gut wie ein leichter. Vielleicht sogar noch schlechter. Nur so zum Vergleich. Gut, ich glaube, ich baue noch einen Pylon. You need to construct a conditional pylon. Ja, ich sehe es, dass du hier bist. Erst ran ins Gefecht. Oder ins Gefecht? Nee, noch nicht ins Gefecht. Scheiße, wo geht's denn hier raus? Hier vielleicht? Ja, hier. Hier müssen wir unsere Türme und so aufbauen später. Und hier auch. Scheiße. Wir werden so zermürbt vom Feind. Das kann ich euch jetzt schon vorhersagen. Schmiede. Habe ich schon eine Schmiede? Nein. Roboterfabrik sollten wir auch bauen. Das ist ganz okay, immer Fahrzeuge in Reserve zu haben. Oder in, ja, als Deckung. So. Ich bin hier in den Schatten. Ja. Was hast du gesagt? Egal. Ist die Leere. Wir sind eins in den Schatten. Was ist euer Begehr? Ja, ist okay. Ach, das beschleunigt, glaube ich, den Bau von Einheiten. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. So. Ich wette, der Gegner hat inzwischen schon fünf... Nee, Quatsch, ich bin gegen Zerg und nicht Protoss. Ich wollte schon Hetzer sagen. Wahrscheinlich hat er schon fünf Dinge. Ich habe keine Ahnung, wie die Einheiten haben. Schaben, glaube ich, ne? Schaben hießen die, genau. Diese garstigen Gesellen. So. Ich brauche mehr. Damit kann ich nur ein paar Feinde abwehren. Ach, für Unsterblichen habe ich nicht genug. Pingas. Penisgas. Ja. Ich wollte dieses Special eigentlich jugendfrei halten und jetzt sage ich Penis. Ist unglaublich. Ich glaube, ich habe genug Sonden. Gut, dann baue ich mal eine Kanone zur Abwehr. Was macht mein Kollege? Der macht dasselbe wie ich. Bis auf, dass er weniger Einheiten hat als ich. Wir haben inzwischen schon drei. Er hat gerade erstmal einen. So, dann wollte ich hier noch nehmen. Leck. Nein, nicht da. Leck mich doch am Arsch, Leck. Was ist das? Overlord. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Er hat uns entdeckt. Hier, verpiss dich von meinem Reich. Von meinem Reich. Von meiner Basis. Ich frage mich, warum die immer ihre Overlords zu uns schicken. Oder zu mir. Ja, ich weiß, erkunden ist eine Sache, aber die geben gleichzeitig damit eine Armee auf, weil sie so lang... eine Einheit damit auf. Weil sie so langsam sind, sterben sie oft. So, dann mache ich hier noch zwei Türme, dann müssen wir unsere Verteidigung schon mal errichtet haben und dann wird sie wahrscheinlich doch irgendwie ausgeschaltet. Durch Trick 17. So, wir haben eigentlich... Es ist immer dasselbe. Ich habe immer so viele Mineralien. Aber so wenig Einheiten. Und das ist der Grund, warum ich immer verliere. Weil ich vergesse Einheiten zu bauen, beziehungsweise abzugraden, aber das brauchen wir noch nicht. Erstmal brauchen wir Einheiten.
Ja. Das will ich sehen. Aha, das sind Schaben, genau. Oh Gott, ich kann den Gegner auch nicht alleine gegenüberstehen. Das hatten wir doch schon mal. Naja, ich kann ihn ja als Schutzschild verwenden, meinen Kollegen. Der alle Angriffe für mich abfängt. Also muss ich zwei Gegner alleine ausschalten. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Scheiße. Ich habe jetzt auch keinen Bock, denen zu helfen, muss ich ehrlich sagen. Was mache ich denn jetzt? Soll mich das interessieren? Ich verteidige mich einfach. Wie vor zwei Gameplays. Als ich knapp verloren habe. Okay, das war nicht knapp, das war... Ja doch, das war schon knapp. Und Noob-Style, wie ich das gelöst habe. Mensch, der kann immer gar nichts. Na los, hilf dir selbst. Es sind das nur 5 Schaden. Du wirst dich jetzt nicht von 5 Schaden töten lassen, oder was? Komm. Ach ja, ich habe ja auch gar nicht die Vorteile von dem Protoss erzählt. Der Vorteil an dem Protoss folgt, sie haben Schutzschilde, sowohl bei ihren Gebäuden als auch bei den Einheiten. Dafür haben sie weniger Trefferpunkte als die anderen Einheiten. Und ja, aber die Schutzschilde kann man, soweit ich weiß, ausbauen. Ich glaube hiermit, ne? Ja, genau. Oh Gott, ich werde so zerbombt gerade. Na, noch nicht, später werde ich zerbombt. Brauchen wir Vespingas, mehr Sonden, kommt, beeilt euch, ich kann nicht so langsam sein. Oh Gott, ich muss irgendwas machen und es laggt. Wie kann ich das denn upgraden? Flottensignal, achso, nee, das ist gar kein Upgrade. Fail. So, oh Gott, da baue ich auch so wieder sau viel Vespingas, ich kann gar nicht mehr gescheit reden. Vielleicht soll ich langsam mal expandieren, aber dann ist auch gleichzeitig unsere Basis größer und wir sind verwundbarer dann auch. Hm. Ach scheiße, da können sie auch noch rein. Ah! Ich baue jetzt einfach viele Türme, um mich zu schützen. So, so ungefähr. Ja, lag mich doch, Fett. Du nervst mich total. Lalalalala, ich werde eliminiert werden. Ich werde eliminiert werden. Plus Quamperfekt. Nee, das ist Futur 2. So, wie gesagt, Türme. Wie vor 2 Game. Werden wir jetzt angegriffen? Nee. So, und jetzt helfe ich ihm. Was ist euer Begehr? Na los, meine... Wie heißen die Hitze? So, dann noch ein... Nein, ich muss sparen. Ich will ja weitere Gebäude bauen. Wenn wir schon von Gebäuden reden, bauen wir auch gleich eins. So, wie gesagt, ich helfe dir jetzt, aber lass mich noch schnell mein Ding in Sicherheit bringen. Okay. Spieler 7. So, Spieler 7, du kriegst es aufs Maul. Oh Gott, der Schutzschild ist weg. Weg mit dir. So, ich frage mich, ob sich das Schutzschild wieder auflädt. Na los, bau deine Basis wieder auf. Ich helfe dir. Vielleicht kommt eine größere Armee, habe ich das Gefühl. So, ich speichere mal zwischendurch. Speichern, Untergang. Keine Ahnung, warum ich den Untergang genommen habe. Einfach mal Weltuntergang, versteht ihr? Da gibt es auch so einen Film, ne? Der Untergang. Ist, glaube ich, so ein Nazi-Film, wenn ich mich nicht irre. Das war ein Perfekt! Halluzination. Ich halluziniere schon, dass da Halluzination steht. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich weiß. Aber ich bin besser als, glaube ich, ich glaube, ich bin besser als in den letzten Gameplays. Ich dachte schon wieder, da wäre ein Overlord.
Sowohl was das Kommentieren als auch das Spielen angeht, bin ich besser geworden als vor 2 Jahren. Raumportal. Das Ding. Da brauche ich Vespingas. Ja, los. Ja. Ich muss mehr Pylonen bauen. Falls meine Pylonen dann später durch einen Angriff kaputt gehen sollten, dann... Ja, dann sieht es bei mir aus wie in New York. Stromausfälle jeden 2. Tag. So, jetzt bau deine Basis auf. Ich helfe dir. Warte, geht das irgendwie? Nee, es geht nicht. Schade. Also momentan dominieren die Gegner. Was ist das? Okay, das ist mein Spielername. Ja, ich heiße Kevin Bleier, für die es nicht wissen. Seid gegrüßt. So, episches Gebäude. Nein. Was mache ich denn jetzt? Ich baue ein Raumportal und das baue ich gerade. Verdammt, Air-Einheiten kommen bald, habe ich das Gefühl. Das wird schon wieder. Dieser Satellit, der nervt. Satellit? Satellitenschüssel. Radar. Radar. Das kann ich sogar mein eigenes Deutsch nicht mehr identifizieren. Jetzt geht's los. The Untergang. Ich werde verhindern, dass die Xerx die Welt übernehmen. Los, meine Unsterblichen. Haltet sie auf. Jetzt könnte ich einen Gegenangriff machen, mache ich aber nicht. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich baue eine Lufteinheit, um das Gebiet zu erforschen. Verdammt, da gibt es auch irgend so eine Erkundungseinheit. Genau die hier. Langsam habe ich alles wieder im... So, ich musste kurz Pause machen, weil jemand in mein Zimmer gekommen ist. Ich sag nur, ein Typ namens... Ne, B-A-L-Z-O-R. So. Ich komme aus dem Schatten. Oh, er kommt aus dem Schatten. Ich glaube, die kann man mit anderen Einheiten doch kombinieren, habe ich auch so in Erinnerung gehabt, oder? Da braucht man ein Temp... Flottende Signalgeber, bla bla bla. Das Spiel läuft schon 15 Minuten, muss ich euch schon sagen. Das heißt, jetzt könnte ich eigentlich Schluss machen, wenn ich so lustig wäre, aber wir wollen ja uns ja Zeit lassen, ne? Nicht! Ich muss mal expandieren. Wir gehen langsam die Ressourcen aus und wenn mein Kollege dann auch expandiert später, wobei der hat noch genug Ressourcen, glaube ich. Jawohl, der hat noch mehr Ressourcen als wir. Weil seine Basis ja gefallen ist. So, jetzt bau dich schneller wieder auf. Ich kann so nicht arbeiten, wenn du nicht kooperierst. Verdammt, wo ist meine Sonde? Wo ist die? Ich habe doch eine Sonde gebaut. Wo ist diese dieser kleine Hooligan? Wo ist dieser Hooligan? Ach, verdammt, baue ich einfach einen neuen. Ich bin so schlau. Das ist gar keine Erkundungseinheit, sondern ein Arbeiter. Ich gehöre so geschlagen. Ich bin so ein Obervollhorst. Extremus. Noob. Okay. So, dann mache ich es einfach mal so. Ich stürme und griff. Blablabla. Ermöglicht Besackern. Blablabla. Okay. Wow, Posma, fliegender Transporter. Kann Einheiten ein- und ausladen. Kann auch eingesetzt werden, um ein Energiefeld zu erzeugen. Ich glaube, das brauche ich. Keine Ahnung, das klingt irgendwie ganz gut. Herr Kollos, die stärksten Einheiten. Was? Sprich Deutsch, Junge. So, Roboter-Dock heißt das Ding. Wo kann man das denn bauen? Roboter-Dock, wo ist der scheiß Roboter-Dock? Da, das Ding brauchen wir. Keine Ahnung warum, aber wir brauchen es halt. So, ich glaube, ich baue mehr Einheiten noch. Oh, wir haben genug Gold für noch mehr Einheiten. Ja, dann können wir den Gegner gleich angreifen. Ein paar Berserker kann man auch noch bauen. Und ich glaube, ich baue wieder einen neuen Warp-Knoten. Genau da, an dieser Stelle. Und vielleicht noch ein paar neue Photonkanonen.
zur Abwehr. Man weiß ja nie, was kommt. Und leck. 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 Leck vorbei. So, dann machen wir mal dieses Ding hier auf Dista. Okay, das glaube ich brauche ich auch noch. Das ist ganz... Warp Prisma. Unser Warp Prisma ist fertig. Phasenmodus. Aha, okay. Keine Ahnung, was das jetzt, was der jetzt gerade macht. Kann sein, dass das eine neue Einheit ist, weil ich kenne die gar nicht. Das ist wahrscheinlich eine neue Einheit. Die mit einem Patch, glaube ich, eingeführt wurde. Unser Roboter-Dog ist fertig. Jetzt kann man Kolosse bauen. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Einer für nur 200. Ein Leben für Ayur. Nein, für Nersul, du Schlappschwanz. So. Hier. Noch weitere Pylonen. Oh Gott, der Gegner hat lange nicht mehr angegriffen. Das beunruhigt mich. Ein bisschen. Hilfe. Leck mich. Spieler 7, du nervst langsam. Ich werde dich auslöschen. Na, 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 verpissen kannst du dich nicht. So, du bleibst schön bei Papa. Na toll, sind ein paar Einheiten gestorben. Das heißt, we don't need to construct additional pylons. Ach, unser Wokknoten ist auch fertig. Unser zweiter. So, dann brauchen wir mal schön ein paar Hits. Nee, ich wollte einen Koloss bauen. Ach, egal. Wisst ihr was? Ich greife mal an. Kann sein, dass wir dann down gehen, aber naja. Wir können ja nicht nur verteidigen. Das ist ja auch nicht das Beste, wenn wir uns nur verteidigen, ne? Das haben wir ja schon mal gemacht. Und da... ihr wisst schon, falls ihr es gesehen habt. Gameplay 3 war das, ne? Gameplay 3 war das, genau. Okay, hier ist keiner in der Nähe. Wo geht's denn jetzt zum Gegner? Ich bin so ein Noob hin, Overlord. Schnapp ihn dir! Mein Phasengleiter! Schieß ihn in den Arsch! Yeah! Okay. Scheiße, wo geht's hier zum Feind? Wo geht's hier zum Feind? Hallo? Scheiße. Oh, aus meinen Alten, ihr geht irgendwie zum Feind, ja. Das ist verseuchtes... Nee, das ist kein verseuchtes Gebiet. Ich bin so ein Noob. Da ist verseuchtes Gebiet, genau. Hier hat der Gegner seine Gebäude gebaut. Wahrscheinlich sehr heftige. So. Oh Gott. Los. Angriff auf Spieler 7. I'm coming to eliminate you. Oh not. Damn it. Ah, cool. Ich habe ihn sogar geschlagen. Ach, cool. Mein Kollege hat mir ein Signal gegeben. Oh Gott, da kommt Verstärkung. Hey, ein Overlord, dich hatten wir doch vorhin schon gesehen, oder? So, mehr Einheiten, mehr Einheiten, mehr Einheiten, mehr Einheiten. Na, scheiße, kein Vespingas. Ich glaube, ich muss mal expandieren. Wartet, ich nehme mal eine Sonde und baue hier mal einen zweiten Nexus. So, kann sein, dass ihr meine Maus gerade hört, aber naja. So, einfach nur Berserker. Ich will jetzt einfach nur ein paar Einheiten haben. Zur Verstärkung. Ja, ja, ja. Wow, mein Kollege ist auch nicht so nutzlos, wie ich dachte. Respekt. War doch gut, dass wir den noch gerettet haben. Lang... Oh Gott. Nein, der hat aber auch sehr viele Einheiten. Stirb. Auf die Königin. So. Jetzt weg mit diesen Basilisken. Ne, best Ding. Dingsbums. Und Pause. Das war Störung Nummer 2. Kurz vor der Eliminierung des Gegners. Auf den Bau. Wir schicken den Gegner jetzt auf den Bau. Hä? Ach, das ist wohl der sehr leichte, glaube ich. Jetzt greifen wir ja gerade den normalen Spieler an. Du bleibst schön hier mit deinen Arbeitern. Du baust hier keine neue Basis. Nee, 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 nee. Ach,
der hat da... Okay, der führt uns direkt zu seiner zweiten Basis, zu seiner Expansionsbasis. Der hat schon längst expandiert. Immer auf die Arbeiter los. Oder gehen wir auf den Bau. Was soll's. Unser Kollege kümmert sich um die Gebäude und wir kümmern uns jetzt um die Expansion von dem Gegner. Unser Kollege expandiert jetzt auch, genauso wie wir. Was? Oh, der wehrt sich. Aber es ist sinnlos, sich zu wehren. Oh, er baut neue Einheiten. Schaden. Nee, Quatsch, wie heißen die Dinger? Drohnen. Na los, auf die Drohnen. Du brauchst hier keine neue Basis. Nee. Das regt wahrscheinlich online total sehr auf, wenn sie immer mit ihren Drohnen versuchen zu fliehen und sich eine neue Basis aufzubauen. Aber ich spiele ja nicht online. Da habe ich Angst, viel zu viel, humiliert zu werden. Ihr seht ja, was für ein Noob ich bin. So, ich glaube, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt mal einen Koloss. Wir haben genug Ressourcen dafür. So, ich sage irgendwie so viel so. Okay. Spieler 7, was machst du hier? Wahrscheinlich hier eine dritte Basis, kann es sein? Naja, ich schaut dich jetzt aus. Dich und deine Böslinge. Was ist das? Beobachter, diese Einheit wollte ich. Und wo kann man die bauen? Templer-Archiv. Beobachter ist das Viech. Okay. Flottensignal geben. Ich glaube, jetzt bauen wir noch ein paar neue Gebäude. Oh, wir haben schon wieder so viel Mineralien. Ist ja mir wieder super. Templer. Ach, scheiße. Uns fällt ständig das Pingas. Das ist langsam nicht mehr schön. Naja. Starten wir erst einmal Spiele 7 aus. Was ist das? Schössling. So, er hat seine ganzen Einheiten verschwendet, um uns anzugreifen. Das ist ein fataler Fehler gewesen, der zu seiner... Da ist noch eine Drohne. Der zu seiner Eliminierung geführt hat. Lebt er noch? What the fuck? Er hat bestimmt noch irgendwo eine Basis. Hier vielleicht? Okay, mein Kollege greift jetzt den sehr leichten Spieler an. Sollte ja auch keine große Herausforderung sein. So, ich glaube, ich habe mich sehr viel verbessert, kann es sein? Also was den Skill angeht. Was ist das? Overseer, stimmt, das ist die Verbesserung des Overlords, genau. So, dann... Schon wieder habe ich so gesagt, das gibt's auch gar nicht. Wieso, weshalb, warum? Oh, unser Koloss ist fertig. Perfekt, so ist... Okay, jetzt bauen wir ein paar neue Einheiten. Flottensignalgeber. Flottensignalgeber, hier. Ja. Der geht aber schnell auf. GG. Good game. So, wo ist jetzt der letzte Spieler? Spieler 7? Wo ist der? Jetzt müssten wir den sehen, ne? Wo ist Spieler 7? Er versteckt sich. Doch er kann sich nicht von mir entrinnen, ja. Ja, ich weiß. Warum braucht der neue Gebäude, wenn er kapituliert hat? Verstehe ich nicht. Und warum wehrt er sich mit seinen Brüstlingen? Brust. Okay. Na los jetzt. Was? Oh Gott, unsere Ressourcen sind kurz vor dem Ende. Ja, nicht mehr viel, aber zum Glück haben wir hier eine Expansion.
Ach ja, bald kommt übrigens eine Expansion für StarCraft 2. Im März habe ich gesehen, wo ich mich angemeldet habe beim Spiel. So, wo ist dieser verkackte Spieler 7? Wo ist der? Wo ist der? Hier vielleicht? Oder hier? Oder hier? Ne, hier waren wir schon, kann doch nicht sein. Da ist er! Haha, du hast verloren! Elimination! Gut, dann schauen wir uns die Statistiken an. Oh, 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 what the f... warum bin ich so gut? Habe ich irgendwie eine Droge genommen? Okay, anfangs waren wir die schlechtesten. Dann aber, ja, wurden wir besser. Sogar noch fast so gut wie der Spieler 6. Was, Spieler 6? Spieler 6 war doch der normale, oder? Kann es sein? Keine Ahnung, wer der normale ist. Oder war... Spieler 6 war, glaube ich, unser... Nee. Wer hat der Armee... Naja, auf jeden Fall, wo waren wir? Hier, ne? Auf jeden Fall wurden wir dann... Ja, waren wir dann ausgeliehen. Haben wahrscheinlich wieder ein paar Einheiten gebaut, wodurch unsere Punktzahl gestiegen ist. Der normale war dann bis jetzt schon fast doppelt, na, doppelt so stark nicht, ein Viertel so stark. Dann hier, das war wahrscheinlich die Stelle, wo er uns angegriffen hat. Hat er sehr viele Einheiten verloren und wir haben an Stärke hinzugewonnen. Er hat dann wahrscheinlich wieder neue Einheiten gebaut, wir haben weiterhin nichts gemacht. Und dann haben wir auch Einheiten gebaut, er hat weiterhin ein paar Einheiten gebaut. Und ja, haben noch mehr Einheiten gebaut, bis wir schließlich mehr hatten als der Feind. Haben ihn dann angegriffen. Was man hier erkennt, dass seine Punktzahl drastisch gesunken ist. Und haben ihn dann vernichtet. Und beim sehr leichten Spiel, da muss ich nichts dazu sagen, das war ja unterirdisch, was der abgeliefert hat. Aber anfangs war er besser als wir. What the fuck? Nee, war er nicht. Doch, war er. Hier genau da. Genau, hier war ein sehr leichter, besser als wir. Unglaublich, aber war. Naja. Also dann verabschiede ich mich hier jetzt für dieses... Weltuntergangs-Special. Ich hoffe, die Welt geht nochmal um. Hey, da können wir es nochmal spielen. Vielleicht mache ich noch ein Gameplay irgendwann mal. Mal schauen, wenn ich darauf Lust habe, mache ich wieder ein Gameplay. Also, bis dann, Leute. Ciao.